Das sind die drei Herren, weshalb das erste Mal in der Geschichte von Rock am Ring dieses Festival Wochen vorher ausverkauft ist. Die beste Band der Welt, die Ärzte! Dankeschön. Ey, danke. Es ist doch so, ne? Ja, ja, beste Band der Welt, wie gesagt, seit gestern. Mit dem Ausverkauf. Ja, das ist natürlich so. Klar, das ist also, das ist so. Ganz. Hallo? Hallo? Wir wollen es nur, wir sind da bescheiden. Wir posaunen es nicht gerne raus. Die beste Band wir der Welt. Wir posaunen es nicht gerne raus! Ist ja auch die bescheidenste Band der Welt, ja? Also, das wissen alle. Obwohl, nur, die Leute wussten ja jetzt. Mehr, was ist leider. Denn gestern passiert? Nee, die Beatsteaks sind jetzt schon noch bescheidener als wir. Die sind beste Band des Universums, hörte ich. Es hat euch hart getroffen, ne? Allerdings. Naja, ich sag mal so, irgendwie, da muss man erstmal drauf kommen und darum Chapeau, Chapeau, ja? Deshalb tragt ihr jetzt auch Kappen, damit ihr diese ziehen könnt. Nein, ich möchte bitte wissen, die Leute wussten natürlich nicht, dass ihr diese wunderschönen Haarprachten mitbringt. Sonst wäre es natürlich noch weiter vorher ausverkauft. Farin, guck nicht so weg. Bitte, was hat es mit dieser Frisur, mit dieser Kopfbedeckung auf sich? Ich kann mir gerade nicht folgen. Du bist wirklich der Erste, der danach fragt, weil die sehen immer so aus. Das ist die normale Straßenkleidung und die normale Straßenfrisur. Also, kann sein, dass du uns vielleicht nur von der Bühne kennst, aber ja. Unsere Fans, also von unserer Internetseite, die wissen schon, also wie wir zivil aussehen. Ja. Also es sieht auf jeden Fall blendend aus. Finden wir auch, ja. Jünger. Jünger? Wieso denn jünger? Was geht denn jetzt hier? Also eben noch Komplimente. Ja. Und nicht Versau mir nicht meine Lieblingssendung im WDR. Nach wie vor willst du es? Kaum zu glauben, aber wahr, diese alten Säcke sorgen dafür, dass das Festival ausverkauft ist? Da stimmt doch was nicht, da haken wir doch mal nach. Das meinst du eigentlich, oder? Nur weil ich diese Flitzpiepen interviewen muss, darf ich jetzt Slash nicht sehen. Slash spielt hinter dir, wir haben ihn gerade ins Publikum gerotzt. Bah. So, Rock am Ring, nach wie vor ein Klassiker. Was bedeutet dieses Festival erstmal für dich, Farin? Was bedeutet das Festival für mich? Das ist ganz interessant, das ist eines der ältesten Festivals der Erde. Das wissen die wenigsten. Also erst kam Ben Hur und dann kam Rock am Ring. Und das Ben Hur Festival. Und genau, richtig. Und Rock am Ring hat aber mehr Rock, sonst würde der auch Wagenrennen am Ring heißen. Aber Ben Hur hat den Rock an. Ja, und da schließt sich der Kreis. Und deswegen ist es für uns auch eine Ehre, nach 460 Jahren mal wieder hier zu spielen. Tatsächlich haben wir ja, ist ja quasi so eine, ist ein Jubiläum. Vor 10 Jahren das erste und einzige Mal als Ärzte hier gespielt. Vor 20 Jahren hat ein Mitglied dieser Band das erste Mal Rock am Ring als Headliner gespielt. Können wir mal kurz die Kamera drehen? Ja, und wie die Zeiten sich geändert haben. Damals war auch noch ganz andere Musik Rock. Heute ist es Rock. Damals war das eher so Chris Rea, Ry Cooder und Rainbirds, Toto. Ist das wirklich 20 Jahre her? Ja, das muss 87 gewesen sein, ja. Und es gibt ein weiteres Bandmitglied. Im vergangenen Jahr und hier vergangenen alleine. Jahr. Und vor 2002. Hallo? Hallo. Aber, ich meine, hello? Aber Center Stage? Weit gefehlt. Hey, Center Stage. Kommt man hier voll auf seine Kosten irgendwie so auf diesem Festival mit der besten Band der Welt als Headliner und Kartenverkäufer. Werden denn die vielen zahlenden Zuschauer hier bei Rock am Ring welche neuen Songs der Ärzte schon hören? Wir spielen 30 neue Songs. Und zwar all die Songs, die wir rausgeschmissen haben, die nicht aufs Album kommen. Für irgendwas müssen die gut sein, die spielen wir heute Abend. Die sind relativ schlecht. Deshalb kommen die auch nicht aufs neue Album. Aber wir haben gedacht, ach, ist ja eh ausverkauft. Oder? Können wir halt mal, für ein Konzert reicht's noch. Und es ist ja kein Ärztekonzert. Ist ja ein Ärztekonzert. Ja, also mein Gott, die Leute sollen jetzt noch schön feiern. Bei Korn und so, bei uns wird's echt übel. So. Also das eine Lied, wo du 7 Minuten lang nur auf die Bassdrum trittst und wir beide uns ausziehen mit Farbe schmieren und nackt über die Bühne rennen, schreiend, ist nicht. Also ich würde es mir nicht angucken, aber trotzdem Leute, viel Spaß. Es wird bestimmt super. Also ich meine, mein Gott, ihr habt die Karten gekauft. Wir waren nicht dabei. Wir spielen hier oder so ähnlich hier. Wir hätten euch erwartet. Auf unserer Homepage steht seit Wochen. Überlegt es euch doch nochmal. Show contains lots of Langeweile bis hin zu very... Acoustic Experiences. Wirklich ungemütliche Show und ziemlich mies und so. Naja, nichts, was man sich nicht schön saufen könnte. Doch. Ihr merkt schon, auch in diesem Jahr die Ärzte wieder ein Feuerwerk der guten Laune. Wir werden das jetzt im Rockpalast sehen. Wir werden... Bitte? Wir werden sehr, sehr lange heute spielen. Super. Ja. Sehr lange. Das liegt daran, dass das letzte Stück Aufstieg und Fall der Stadt Troja nachstellt in Realtime. Also Rodrigo wird dann als Holzpferd verkleidet
Mit ganz vielen kleinen Eidechsen, die kleine Uniformen von uns noch angelegt bekommen, tragen. Die fallen dann aus ihm raus und greifen uns an. Das wird eine super Show. Ihr werdet es jetzt sehen. Wir machen jetzt hier mal einen Schnitt, weil ihr wollt ja auch Musik sehen. Die beste Band der Welt auf der Bühne. Ich wollte noch was sagen. Moment. Von Musik war noch nicht die Rede. Viel Spaß.